Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal die Panasonic DMC-FZ1000 an. Das Ganze hier liegt hier vor mir, das Gerät. Das ist eine super Zoom-Kamera aus dem Hause Panasonic, wie schon erwähnt. Der Zoom, den könnt ihr direkt vorne auf dem Gerät ablesen, 25 bis 400 mm im Kleinbildformat, also schon ein ordentlicher Zoom auch eingebaut. Das Ganze ist ein Leica-Objektiv vorne dran, also auch was qualitativ hochwertiges. Die Kamera ist aber auch nicht ganz billig, denn die kostet ca. 850 Euro laut unverbindlicher Preisempfehlung. Natürlich bekommt man im Internet schon etwas günstiger. Wenn ihr da so ein bisschen sucht, bekommt ihr die Kamera auch für ca. 700 Euro. Ja, ich werde euch die Kamera ganz kurz mal von außen zeigen und dann mal gleich mal noch anschalten, kurz das Gerät, um euch auch mal zu zeigen, wie das ganze Ding funktioniert bzw. was das ganze Ding auch kann. Zuerst aber mal von außen ganz kurz, wir fangen einfach mal oben an. Ihr habt hier das typische Moduswahlrad auf der rechten Seite, was ihr hier sehen könnt. Ich zoome vielleicht mal ganz kurz ein bisschen rein, damit wir das ein bisschen besser erkennen können. So, eine Sekunde mal. So, hier das Moduswahlrad. Ich fotografiere in der Regel auf dem Modus A, also der Blendenvorwahl. Ihr habt natürlich auch hier zum Beispiel eine intelligente Automatik, ihr habt eine Szenenvorwahl, einen komplett manuellen Modus oder ähnliches. Also da sind eigentlich keine Wünsche offen. Wie gesagt, ich fotografiere meistens im Bereich A. Auf der anderen Seite habt ihr das Einstellrad für ja, Schnellzugriff auf verschiedene Modi, also Einzelbild, Serienbilder oder wie zum Beispiel auch hier einen Self-Timer, 2 Sekunden, 5 Sekunden, ähnliche Sachen. Dann habt ihr hier den Auslöser, ganz klar, und die Zoom-Wippe. Zum Zoomen dann könnt ihr einmal über die Wippe bedienen, einmal über das Rad hier an sich, dazu aber gleich mehr. Dann habt ihr hier Movie Record Button und zwei Funktionsknöpfe. Die Funktionsknöpfe, die könnt ihr teilweise selber belegen, teilweise sind die aber auch belegt mit manchen Sachen. Ihr seht zum Beispiel, hier ist der Wi-Fi-Knopf drunter, also die Anzeige hier unterleuchtet auch so ein kleines Lämpchen. Also bedient das auch mal die WLAN-Funktion dieser Kamera. So, dann schauen wir mal ganz kurz in das Objektiv, weil ich gerade gesagt habe, mit der Zoom-Wippe kann man das einmal zoomen. Ihr seht hier einen Schalter Zoom und Fokus, den kann man hin und her schalten. Und wenn ich dann an diesem Rad hier vorne drehe, dann kann ich wahlweise eben den Zoom steuern oder den Fokus steuern. Den Fokus kann ich natürlich nur steuern, wenn ich auf der manuellen Fokuseinstellung bin. Den Zoom kann ich jederzeit steuern. Und ihr seht hier den OIS, also den Bildstabilisierer, an und aus. Zum Stabilisierer gibt es was zu sagen, der ist relativ laut wie bei jeder Kamera. Wenn ihr also viel mit Film arbeiten wollt, dann müsstet ihr euch vielleicht doch ein externes Mikrofon zulegen. Das wäre vielleicht dann doch sinnvoller und einfacher, da vernünftige Audioqualität auch zu erzeugen. Ja, was gibt es noch von oben zu sagen, wenn wir jetzt mal wieder zurück nach oben gehen. Natürlich hat der die Kamera eingebauten Blitz, und zwar den kann ich hier federgeladen aufschalten. Dann sieht das Ganze so aus von oben. Der Blitz geht auch ein bisschen nach vorne, ich zeige es mal ganz kurz von der Seite, dass er so eine relativ weite Reichweite bekommt über die Kamera bzw. über die Linse hinweg. Wenn ihr aber diese Sonnenblende hier vorne drauf lasst auf der Kamera, dann gibt es trotzdem noch einen Schlagschatten, denn wenn die Kamera anschaltet, ich mache das einfach mal ganz kurz, dann fährt das Objektiv natürlich auch noch ein Stückchen weiter aus, das ist also Minimum, und so wird es dann auch relativ schwierig mit dem Blitz zu arbeiten. Machen wir die Kamera mal ganz kurz aus und fahren den Blitz wieder ein. Schauen wir uns mal die Rückseite an der Kamera. Was nehmen wir hier? Ihr seht hier natürlich noch mehr Funktionsknöpfe. 1 und 2 haben wir oben drauf, 3, 4 und 5 liegen hier, also F3, F4, F5. Ihr seht hier auch wieder teilweise schon vorbelegte Funktionen. Dann habt ihr hier natürlich diesen AF-Switch von Manual Focus, Autofocus Continuous, also der quasi das Objekt verfolgt, und ein AFS. Je nachdem, was ihr fotografieren wollt, natürlich nicht verkehrt, auch mal auf ASC oder AFS zu gehen. Natürlich hier dieses Wahlrad noch für ISO, Weißabgleich und ähnliche Sachen, die ihr einstellen könnt, und natürlich den Menüknopf. Dann habt ihr hier den Playback-Knopf, um euch die Bilder anzuschauen, die ihr gemacht habt, und natürlich den Display-Knopf, um dann noch verschiedene Funktionen zu wählen. Die Kamera hat natürlich auch noch, wie ihr sehen könnt, optischen Sucher. Ich finde ihn immer ganz prima, wenn es draußen extrem hell ist, also viel Sonnenlicht draußen herrscht, dann ist ein optischer Sucher doch von großem Vorteil, denn ihr könnt auf dem optischen Sucher was erkennen, während auf dem Display, ja, auch wenn viele Hersteller versprechen, dass es hell ist, meistens, wenn direkte Sonneneinstrahlung herrscht, seht ihr darauf sehr wenig. Da guckt ihr einfach da durch, das Ganze hat einen Annäherungssensor, den seht ihr darunter auch. Und dann habt ihr ein Bild mit ca. 2,3 Millionen Pixeln, also ein sehr gut aufgelöstes Foto, und ein sehr gut aufgelöstes Bild. Und ihr seht euch sehr treffsicher, denn da blendet keine Sonne rein oder ähnliches. Das könnt ihr natürlich auch noch hier die Dioptrieneinstellung wählen, hier an der Seite. Also, hier an der Seite, das kleine Rädchen hier. Da könnt ihr die Dioptrien dann noch verändern, je nachdem, ob ihr Brillenträger seid oder nicht. Dann zoome ich nochmal ganz kurz ein Stückchen raus. Ja, was haben wir hier noch auf der Seite? Da steht schon drauf auf der Seite. Hier finden wir einen HDMI-Anschluss. Drunter, ihr könnt das hier vielleicht sehen. Wenn ihr die Kamera zum Beispiel direkt anschließen wollt an einen Fernseher oder ähnliches, dann könnt ihr das hier tun.
Und auf der anderen Seite haben wir noch einen kleinen Mikrofonanschluss hier. Da könnt ihr also ein Mikrofon anschließen für externe für Audiogeräte, möchte ich mal sagen. Gut, dann schauen wir die Kamera noch ganz kurz von unten an und dann schalten wir die auch mal ein. Ihr habt hier die Stativstelle, beziehungsweise das Stativgewinde. Das ist relativ zentriert. Problem ist natürlich, wenn ihr das Ganze auf ein Stativ schraubt, ihr seht das wahrscheinlich schon, könnt ihr die Klappe hier nicht mehr öffnen. Also immer, wenn ihr das Ganze auf ein Stativ habt oder eine Stativplatte drunter schraubt und ihr ans Akkufach bzw. SD-Kartenfach ran wollt, dann Stativplatte wieder ab, dann kommt ihr da ran. Ansonsten gibt es da, glaube ich, keine große Möglichkeit, sich da anders zu behelfen, denn selbst die kleinsten runden Platten oder ähnliches oder kleinen Verschraubungen, die blockieren diese Klappe dementsprechend schon. Und dann schalten wir die Kamera mal ein und ich mache mal ganz kurz dafür den Bildschirm auf. Den könnt ihr drehen in alle Richtungen, wie ihr möchtet. So, 180 Grad nach vorne natürlich und die typischen 90 Grad nach unten, um halt Aufnahme über Kopf hinzubekommen. Ich mache den jetzt mal ganz kurz in die Höhe. So. Ja, was gibt es da, kann man so sagen. Wie gesagt, Zoom war 25 bis 400 mm, also schon eine ordentliche Leistung. Und dementsprechend der Bildstabilisator, der ist meistens bei mir an, wenn ich es benutze. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz zum Beispiel diese Wippe hier. Also wenn ihr zoomt und ich drehe an dem Rad hier vorne, ihr seht das auf dem kleinen Foto, zoome ich rein und raus. Und zwar, ich mache das einfach mal so, zeige ich euch mal die Kamera, so, dann erkennt man das vielleicht noch ein bisschen besser. Und ich zoome jetzt hier quasi rein und wieder zurück. Das kann man drehen. Panasonic gibt an, dass die Kamera 5 verschiedene Zoom-Speeds hat. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr schwer, die zu treffen. Also auch mit diesem kleinen Switch hier. Ihr seht, das ist jetzt minimal gedrückt und da fängt direkt relativ schnell an zu zoomen. Das ist also sehr, 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 sehr schwierig, da 5 Abstufungen überhaupt erkennen zu können. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wenn ich hier diesen Hebel umlege, also auf Fokus gehe. Ihr seht, das, weil es im Autofokus ist, tut sich da gar nichts. Ich zoome dazu noch ein bisschen rein, damit wir das ein bisschen besser erkennen können. Ich stelle die Kamera jetzt mal auf diesen manuellen Modus. Das geht hier hinten, wo ich euch das eben gezeigt habe. Dazu muss ich die Kamera ein bisschen besser festhalten. So. Und jetzt seht ihr, ihr bekommt hier so eine Fokuslupe. Und danach könnt ihr jetzt auch sehen, das wird sofort unscharf, wenn ich reinzoome, fokussiere auf weiß. Und ihr seht hier, wenn ihr jetzt den Fokus getroffen habt, dann habt ihr dieses blaue Fokus-Peaking. Ich zoome da vielleicht noch ein bisschen für rein ins Bild. Dann kann man das vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Dann ist die ganze Kamera, mit der ich das Ganze jetzt filme, hier blau hinterlegt. Sobald ich ein bisschen wieder den Zoom verändere, seht ihr, wie diese blaue Körnung dort verschwindet. Also wenn es blau wird, wisst ihr, dass es scharf ist im Bild. Wenn ihr Videos macht, wo ihr ein bisschen mit manuellem Zoom spielen wollt, ist das ein super nettes Feature, haben die besseren Kameras alle heutzutage. Wie gesagt, nennt sich Focus Peaking. Einfach mal schauen, wenn ihr das wohl das findet. Ich stelle es jetzt mal zurück auf den vollen Fokus, auf den automatischen Fokus. So, und damit geht das Ganze auch wieder weg. Und drehe die Kamera mal wieder runter. Ja, was gibt es zu der Kamera noch zu sagen? Ich hänge gleich mal ein paar Testbilder an. Die Bildqualität an sich von der Kamera ist wirklich gut, muss ich sagen, für eine Kamera, aber das erwarte ich auch einfach für das Geld. Also es gibt natürlich vergleichbare Kameras von anderen Herstellern, die sich im ähnlich guten Bereich bewegen. Preis-Leistungstechnisch ist das sicherlich die beste Alternative. Wenn ihr natürlich jetzt auf Bildqualität Wert legt, dann würde ich vielleicht euch eher eine Sony AX ans Herz legen. Die sind vielleicht noch etwas stärker, zumal auch dann bei denen das Objektiv eine dauerhafte Lichtstärke bzw. eine Blende von 2,8 hat. Hier das Objektiv von Leica hat eine Blende von 2,8 bis 4. Und das fängt schon relativ früh an, muss ich sagen. Ich nehme die Blende jetzt mal ganz runter hier, ihr seht das, bei welchem Zoom ich dort bin. Jetzt kann ich die Blende auf 2,8 drehen und ihr seht, sobald ich ein bisschen reingehe, das sind jetzt 38 mm, ist die schon bei 3,1. Also ich habe da relativ wenig Blende von 2,8 und auf Maximum ist die bereits ab. Ja, das habe ich selber noch nicht genau ausprobiert, können wir jetzt einfach mal testen im Video. Bei 180 mm ist die also bei F4 schon und dann geht das immer nur noch weiter mit F4. Ich kann jetzt noch weiter reinzoomen. Bleibt natürlich bei F4, aber ich hätte mir vielleicht doch gewünscht, dass F2.8 ein bisschen länger gehalten wird. Ich zoome auch mal ganz kurz ein Stück raus, damit ihr auch mal das Objektiv bei maximaler ausgefallener Länge seht. Das ist also schon ein Stückchen, wenn ihr meine Hand mal gegen seht. Das ist eine Größe, die sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Entschuldigung. Aber ansonsten, ich komme damit gut klar, ich transportiere die Kamera in meiner Tasche, in der Kameratasche, einer vernünftigen. Und das ist mal eine nette Alternative, folge ich mit einer Kompaktkamera. In einem anderen Video teste ich eine Nikon Kompaktkamera, die ist ähnlich, ja, ich sag mal,
gut von der Qualität, von der Verarbeitung her, aber kommt einfach an die Bildqualität von solchen Kameras hier nicht ran. Der Zoom ist zwar stärker und natürlich das Gerät ist viel kleiner als dieses Gerät hier, aber diese Kamera hat doch einfach noch ein paar Vorzüge. Noch ein Punkt, warum ich die Kamera eigentlich gekauft habe. Ich produziere eigentlich eher Videos mit dieser Kamera. Ich fotografiere relativ wenig mit der Kamera, aber von der Videoqualität ist diese Kamera wirklich hervorragend, muss ich sagen. Sowohl der Ton ist, wie gesagt, bis auf den OS, der ein bisschen stört, sehr, sehr gut. Den kann man natürlich auch ausschalten, wenn man die Kamera auf dem Stativ hat. Aber das Bild ist einfach sehr, 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 sehr gut. Der Fokus sitzt fast immer im automatischen Modus. Der braucht auch nicht wirklich lange, also kein großes Fokuspumpen wie bei anderen Kameras, dieses Vor- und Zurückschieben. Da habe ich also null Probleme mit der Kamera mit hier und daher habe ich mir diese Kamera eigentlich gekauft. Für Bilder gibt es sicherlich, wie gesagt, stärkere Kameras, die vielleicht mittlerweile auch ja, im selben Preissegment liegen, aber Videos ist mit dieser Kamera dann doch das Nonplusultra, auch gerade geschuldet durch diesen riesen Zoom, den die Kamera dran hat. Da bin ich also sehr flexibel, wo ich die Kamera bei Arbeiten aufstellen kann. Wenn ihr Fragen zu der Kamera habt, dann stellt mir einfach eine Frage im Kommentar unten. Ansonsten bis zum nächsten Mal.